Erste Fahrt gegen Danny. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Meine Damen und Herren, das ist Lukas Knopf. Und Lukas Knopf hat gerade die Kamera formatiert. Deswegen nochmal Neustart. Genau, filmst du schon? Ja, ne? Ihr habt es gerade gehört. Ich habe gerade 2 Stunden lang, circa 1,5 Stunden, das Freeride-Bike aufgebaut, das Ganze gefilmt, allein. Und jetzt hat die Kamera angezeigt, noch wenig Speicherplatz verfügbar. Ich wollte ein Video löschen oder halt noch mehrere, die ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Und es hat alles formatiert. Ist mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert. Noch nie. Aber jetzt ist es soweit. Ich habe euch ja vor paar Wochen meine ganzen Bikes gezeigt, die wir hier in der Halle haben, und das Freeride-Bike ist seit einiger Zeit nicht aufgebaut, sondern steht in Einzelteilen. Ja, stand das immer hier im Keller und heute wollte ich es unbedingt mal wieder aufbauen. Ich habe jetzt neue Reifen montiert an die Novatec Demon Laufräder, einmal vorn den Trail King von Continental, hinten einen neuen Baron Reifen und wir haben schon Galfer Bremsscheiben vorne wie hinten montiert. Das hatten wir alles gefilmt. Die Bremsleitung von der Vorderradbremse durch den Gabelschaft gelegt, sodass wir Barspins machen können mit so einer Barspin-Kralle. Ja, jetzt haben wir trotzdem noch einiges vor und der nächste Schritt wäre jetzt den Lenker zu montieren. Wir haben damals den Reverse Black One Vorbau in diesem Gelb uns hier rangebaut, der perfekt zum Rahmen passt. Und den machen wir jetzt natürlich auch wieder ran. Dazu den Signature Lenker. Wir gehen dann auch noch fahren. Hinter der Kamera steht gerade Danny Tischendorf und wir haben noch ein bisschen was vor. Wir wollen in den Wald gehen, shredden und dann mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Draußen ist aber richtig, richtig stürmisches Wetter und später soll noch ein Unwetter kommen. Um Klaus kommt in einer Stunde, wir müssen uns beeilen. Alter, kannst du mir ein Espresso rauslassen mit Latte Macchiato? Ich kann auch 2 Espressi rauslassen. Also halt einen, ja schon einen doppelten. Ich nehme auch einen. Filmst du wieder? Filmst wieder. Sattel, komm dran. Wir machen jetzt hier echt schnell Durchlauf, bevor Unwetter Klaus kommt. Heißt das echt Klaus oder hast du dir ausgedacht? Nee, ich glaube, das ist wirklich Klaus. Klausi kommt. Klausi. Das ist der Fox Float X2, den basteln wir natürlich wieder rein. Denn ich habe dann auch gleich ein paar neue Clothes für dich, wenn du willst. Von der neuen Collection. Sehr geil. Wer es verpasst hat im letzten Video, die neuen Hoodies, Flanellhemd und so weiter, kommt nächsten Freitag raus, am 19.03. Und Danny ist jetzt extra hergefahren, um die sich schon vorab abzuholen. Ja, irgendwas Waldmäßiges ja. Wirklich das Beste, weil es wäre so heftig. Ja. Die letzten Schritte, Laufräder rein. Ich glaube, das wird schon wieder echt geil. Die Karre. Alter Christoph. Kleine Kaffeepause. Bester Mann. Ich hab noch ein Schnelles. Zack! Alter, Fahrrad läuft, das Fahrrad ist komplett. Ich finde, es sieht schon wieder mega geil aus. Allein immer neue Reifen, finde ich, machen es immer so, so gut. Nabel klingt geil. Und ich habe Bock zu fahren. Endlich wieder ein Bike mit Single Crown. Ein, was haben wir vergessen, Vorbau müssen wir noch festmachen. Christoph hat mir einen Kaffee gemacht. Mega geil, ohne Kaffee geht es nicht zur Session. Ich würde sagen, ich mache den Vorbau noch fest und wir müssen uns ein bisschen sputen, bevor es hier richtiges Unwetter gibt. Und dann testen wir das Bike. Ich habe mega Bock drauf, wieder auf dem Freeride-Bike zu fahren. Ab geht's. Ich musste gerade noch ein klein wenig Feintuning machen am Fahrrad, war aber eigentlich ganz gut. Es hat jetzt bestimmt eine halbe Stunde lang komplett getrascht. Jetzt hat es aufgehört. Ich will aber das Bike noch einmal auf dem Airbag flippen und dann machen wir los. Vielleicht noch ein paar. Vielleicht noch ein Barspin, mal gucken. Das
Einzige, was ich nur sagen muss, ist, der Lenker ist 770 mm breit und auf dem Big Bike wären 800er Lenker echt geil, aber da hatte ich jetzt gerade keinen mehr. Aber sonst, Maschine. Junge. Mal Applaus. Wir sind jetzt doch nicht auf die Trails gefahren, sondern auf die Vorcross-Strecke nach Stolberg. Und wir haben nicht nur eben die Vorcross-Strecke, sondern auch einen richtig, richtig coolen Grashang. Hier sind wir auch mal im Winter bei Schnee runtergefahren. Ich habe mir vor Ewigkeiten mal diese Hütchen bestellt und wir wollten damit schon immer mal so einen kleinen Dual-Slalom machen. Und heute ist der Tag gekommen. Ich glaube, ich habe die jetzt schon über ein Jahr oder so. Wir bauen eine kleine Strecke auf und checken, wer am schnellsten. Ich keine Ahnung, wie wir es machen. Erklären wir gleich. Aber wir haben jetzt hier noch, solange es hell ist, ein bisschen Spaß auf dem Hang. Mit den Hütchen. Danny, das Hütchen steckt falsch rum im Boden. Ja, aber sonst weht es das Lenk. So. Einer da, ja. Nach hier. Wenn wir jetzt hier nach links, machen wir hier noch eine kurze rechts und dann, ja, genau. Und dann auf den Einlieger. Also wir haben uns jetzt so den halben Hang runtergearbeitet. Man sieht jetzt die ganzen Teile nicht so ganz, weil die nicht so riesengroß sind, aber wir haben eine Strecke abgesteckt, die jetzt nicht hier irgendwie den Hang nur runter geht, sondern die geht kurz in die Vorcross-Strecke rein, dann wieder raus, wieder rein. Jetzt kommen wir hier am Baum vorbei und dann machen wir hier unten jetzt noch zwei oder drei schnelle Kurven. Das ist schon verrückt, was der Sportler hier leistet. Erste Fahrt gegen Danny. Bike noch nicht wirklich auf so einem Gefilde jetzt getestet, aber in der Halle ging es gut. Testen jetzt die Strecke auch zugleich zum ersten Mal. Felix macht einen Start. Danny ist Vorcross Racer. Ich habe auf los, okay. 3, 2, 1, los! Nein! Danny hat Streckenfehler. Du bist zwischendrin, wenn ich dir sagen darf. Ich glaube, ich hätte dich trotzdem nicht gekriegt. Ich habe eine ausgelassen. Wir haben oben was da eine ausgelassen nach der Vorcross-Strecke, aber ist egal. Bock hat's gemacht. Voll geil. Los, lass hoch. Dass wir noch ein paar Mal fahren können. Christoph und Felix stehen oben bereit. Es hat mega Bock gemacht. Wir haben jetzt gleich schon gesagt, Danny und ich machen Rematch und wir tauschen die Strecken. Los! Felix leicht vorne, Christoph hinterher. Das Schwierige ist erstmal den Streckenverlauf richtig einzuhalten, wenn man es noch nicht abgefahren ist. Ja, hier läuft die Strecke. Leichter Schaltfehler. Felix ist immer noch vorn. Boah, was? Scheiße! Alter, ist schwierig zu sagen. Waren beiderseits Fehler dabei. Aber ich glaube, Felix hat hier unten die bessere Abkürzung genommen. Deswegen war er dann ganz schön weit voraus. Aber ey, ist egal. Ey, wir haben zwar nicht das beste Wetter, es ist verdammt windig, aber wir haben das Beste draus gemacht. Mit großen so. Sprüngen ist heute nichts, aber Kurventraining, das ist wichtig. Ich habe gedacht, Klaus regnet sich hier voll ein, aber geil, dass es zumindest aufgehört hat. Danny geht das hier schon wieder in die Vollen. Wieder Streckenfehler. Oh!
Alter! Ist das cool? Alter, das hatte ich fast. Ja, ich habe unten schön verkackt. Eins, los! Head to head. Ja, jetzt stimmt's hier. Alter, aber gefühlt hier ging mit der Strecke gar nichts mehr. Ich glaube, die sind doch gerade einfach nur gerade runter, oder? Wir haben einfach nur Kurven gedreht. Alter! Wir schieben jetzt nochmal hoch. Wir schnicken. Sollen wir schnicken, wer welche nimmt? Wer gewinnt, der darf sich die Bahn raussuchen. Und wir schnicken nur einmal. Zack. Du fährst bestimmt links. Ja. Ja. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, welche Runde besser lief. Ja. 1, 2, 1, 0. Oh, shit! Yes! Ey, ich freue mich wenigstens einmal gewonnen zu haben. Den Lukas geschlagen eben. Good game. Der Danny hält es halt beim Start schon vorne weg. Yeah! Wir machen jetzt hier oben direkt hinterm Vorcross-Start eine kleine Manual-Challenge. Hier sind ganz viele Wellen. Danny gegen mich. Wenn Gegenwind kommt, ist es bestimmt top. Aber wir checken es einfach aus, wird schon. So, probieren wir es mal. Also Leute, ich glaube Lukas, ich muss schon weinen. Ich glaube Lukas, oh, ich glaube Lukas ärgert es wirklich. Lukas, bitte, fahr nochmal. Lukas, my old friend. Luke hat attackt. Mission. Ja, wir machen jetzt folgendes. Wir fahren jetzt die vier Wellen, dahinter ist noch eine auf dem Hinterrad, die müssen wir übersurfen, dann kommt die Kurve und das da ist ein Triple, das dann komplett springen. Soll ich? Willst du? Egal, oder? Mal sehen, ob es gleich auf Anhieb packt. Okay. Schaut euch das Wetter an. Boah. Yo. Oh. Manuell war weiter. Da habe ich ganz kurz abgesetzt. Unten war ich weiter. Machen alle noch einen zweiten. Da hat er alles gegeben. Psst, Danny. Ich? Ja. Machen wir jetzt noch einen Bomber. Und machen wir aber noch alle gemeinsam. Und dann in die Strecke. Alle gemeinsam.
kam gerade eine Böe. Nee. Wir machen an der Stelle Schluss. Hier gibt es auch noch ein ziemlich cooles Double, das sogenannte Birkendouble. Es zieht hier aber so rein, so unberechenbar, das springen wir heute nicht mehr. Hat Bock gemacht, das Fahrrad wieder aufzubauen und dann zu testen. Geht richtig geil. Nächste Woche soll ziemlich beschissenes Wetter werden. Ich hoffe, wir können trotzdem ein bisschen draußen fahren und ein paar coole Episoden filmen. Das ist die Waffe und haut rein. Haut rein, Leute. Peace.